einem neuen Video von mir. Warum singe ich eigentlich immer? es ist noch relativ früh. Und wir werden jetzt dann... Alter, ich muss echt mal aufräumen. Und wir werden jetzt dann zur Klemmer fahren. What the fuck war das? Und ja, ich bin echt müde. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt fertig und dann kommen eigentlich eh schon Ralf und Betty, nur Betty kommt mit, wie immer. Aber Ralf hat angeboten, uns zu fahren. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal gemeinsam fertig. Warum mache ich eigentlich immer so? Das ist irgendwie ein neuer Tick von mir. Yeah, ich mache mich jetzt mal fertig. Vielleicht werde ich dabei wach. So, das ist jetzt mein Look für heute und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die beiden und dann zoome ich euch ran. Aus Versehen. Habt ihr es gesehen? War schön, oder? Okay. Oh Mann. Ja, und dann fahren wir auch schon los. Ich muss ein bisschen leise sein. Und jetzt seht ihr doch mal unser Wohnzimmer. Schön, oder? Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn die beiden hier aufschlagen. So, die haben es jetzt auch mal hierher geschafft. Wie ihr seht, reifen wir ein anderes Auto als bei der letzten Klemmer. Leider zu viele. Nee. Und
wir fahren da jetzt hin. Ich kann auch nicht zu mir filmen, weil der Pups neben mir sitzt. Deswegen filmt man jetzt nicht mich. Ja, weil du bist so total toll. Und so. Hey, und im Übrigen, wer von dem Abonnenten von dir nennt mich Ralfi? Ich will das wissen. Derjenige, der soll sich stellen. Ich will wissen, wer mich Ralfi nennt. Schreib mal alle Ralfi in die Kommentare. Nein, okay, wir sehen uns dann bei der Glamour Festival Dingens. So, diesen Spot hier kennen wir. Hallo. Hallo. Sie hat diesmal noch keinen beleidigt, sondern ich. Aber das haben wir diesmal nicht auf Video. Also, wir sind hier wieder beim Haus der Kunst. Und wir werden jetzt mal reingehen und diesmal stehen wir keine 3 Stunden für Haare machen an. Weil das haben wir diesmal selber gemacht. Also, bis gleich! So, Betty und ich sind jetzt raus. Wir warten auf Ralfi, das ist die Goodie Bag. Und Betty hat Rückenschmerzen, deswegen sind wir jetzt früher gegangen. Schreibt mal gute Besserung in die Kommentare. Und war ja bis gestern noch in der Klinik. Ja, sie war leider in der Klinik, deswegen wussten wir nicht mehr, ob wir herkommen können. Jetzt warten wir auf Ralfi, weil er so lieb ist und uns auch wieder abholt. Und dann schauen wir zu Hause mal, was in dieser wunderschönen Goodiebag noch ist. Und man muss sagen, heute war es ein bisschen entspannter als letztes Jahr, würde ich sagen. Wobei ich auch fand, dass die Angebote letztes Jahr ein bisschen geiler waren. Aber, naja. Das beste Brudi holt uns ab, weil das beste Brudi uns nicht mit dem Bus fahren lässt. Wiedersehensfreude, mal kurz mit aufgenommen. Eigentlich wollte ich sagen, wir packen das jetzt aus, aber das ist irgendwie süßer. So, ich warte jetzt mal alleine am Auspacken, weil das da hinten rumflackt. Ich kann jetzt nicht hinfilmen, weil Louis dabei sitzt. Aber der Ralf ist da. Hi Ralf. Warte, da flackt Betty. ja, auf jeden Fall, das war in der Goodie Bag. Voll das krasse Zeug. Hauptsache, es ist Gesöff dabei, aber okay. Und du bist so ein Stück. Okay. Er hat meine schöne Sammlung kaputt gemacht. Ich habe es so schön hingelegt. Auf jeden Fall war das hier quasi das, was wir so abgesandt haben. Weil wir einfach an die Stände hingegangen sind und uns Zeug genommen haben. Wir haben es gestohlen. Ja. Auf jeden Fall, das war alles drin. Der Papa kriegt jetzt gerade, also Ralf kriegt jetzt gerade Ärger von Luis. Auf jeden Fall, das war's jetzt, weil wir werden nicht mehr viel machen. Und Fazit, ich fand letztes Jahr von den Sachen besser. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hört, weil die alle hier rumlabern. Louis Schim. Und ja. Aber es war trotzdem cool und vergesst nicht in die Kommentare Hashtag gute Besserung für das komische Ding dazu schreiben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oh Papa, ich muss dich wegschneiden. Also, wie der Wink.
Oinke, oinke. Ja, ja. Oinke, oinke. Oinke, oinke. Ich hab Papa jetzt ungefähr 8 Mal.